Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir das Juli-Set von Purelay aus dem Mahina Club mir anschauen. Und das habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe dieses Set zugeschickt bekommen von Purelay und darf dann tatsächlich jetzt auch im Juli das Set vorstellen. Im Juni habe ich das auf Claudis bunte Welt vorgeschaut. Schaut super gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Und ihr bekommt jetzt tatsächlich bis Ende des Monats 10% Rabatt auf die Abo-Modelle 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate mit Claudi Rainbow. Schau dazu gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir alles soweit verlinkt. Und jetzt schauen wir uns auch das Set einmal an. Das besteht immer aus mindestens 2 Schmuckstücken, die mindestens einen Wert von 60 Euro haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Modelle ja zu wählen. Und da könnt ihr ja, wie gesagt, mit meinem Code drauf sparen. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das konnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht merken. Wenn du das 3 Monate Laufzeitmodell wählst, kostet das normalerweise 70 Euro. Mit meinem Code bezahlst du nur 63 Euro. Das sind 21 Euro pro Monat, also pro Schmuckset. Finde ich ziemlich fair. Aber es wird noch fairer. Und zwar, wenn du das 6 Monate Modell wählst, zahlst du insgesamt 135 Euro. Aber mit meinem Code 121,50 Euro, was dann 20,25 pro Schmuckset sind. Und jetzt kommt der Klopper. 12 Monate kosten dann normalerweise 250 Euro. Aber mit meinem Code 225 Euro, das sind 18,75 Euro pro Schmuckset, was dann ja einen Wert von 60 Tacken hat. Ne? Finde ich ziemlich cool. Du kannst jeden Monat flexibel wählen, ob du Gold, Silber oder Roségold haben möchtest. Du weißt natürlich nicht, welches Set dich erwarten wird. Das ist halt die kleine Überraschung, die einen dann erwarten wird. Und du kannst auch einzelne Monate überspringen bzw. pausieren. Das wird dann hinten dran gehangen, wenn du dann vielleicht, keine Ahnung, einen Monat irgendwie auf Reisen bist oder so. Und jetzt bin ich aber einfach mal gespannt, was wir hier drin finden werden, Leute. Ne? Ich habe hier auch einen Flyer mit am Start. Hier steht auch Rainbow Edition drauf. Das ist Mahina Mahina Club, genau, im Juli. Und dann schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Inspiration. Regenbögen sind ein faszinierendes und atemberaubendes Naturschauspiel, das Menschen jeden Alters begeistert und ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Regenbögen sind ein Symbol der Vielfalt und eng mit Hawaii verbunden, wo sie ein fast alltäglicher Anblick sind. Daher und als Symbol für die ethnische Vielfalt der Inseln wird Hawaii auch The Rainbow State genannt. Außerdem ist die Regenbogenflagge das Symbol der LGBTQIA+-Community. Safe, dazu habe ich euch auch ein Video gedreht. Fullface Pride Look, könnt auch mal vorbeischauen im Hashtag Ungeschön Format. Mit der Mahina Club Rainbow Edition möchten wir gemeinsam mit dir und der LGBTQIA+-Community die Schönheit und Vielfältigkeit der Liebe feiern. Daher haben wir mit Lisa als Teil vom Team Purelay und der LGBTQIA+-Community das perfekte Modell, Entschuldigung, für diese Mahina Club Edition gefunden. Lass uns gemeinsam für Gleichberechtigung, Vielfalt, Toleranz und Liebe einstehen und die Welt ein bisschen bunter und schöner machen. Happy LGBTQIA+ Pride. Sehr, sehr cool. Und da ist auch die wunderschöne Lisa zu sehen. Ist sie nicht wunderschön? Oh mein Gott, ich liebe Tattoos, muss ich wirklich sagen. Und wenn die dann auch noch so ästhetisch gestochen sind, wie bei ihr auf dem Arm, das sieht echt gut aus. Und genau, da steht auch ein bisschen mehr über Lisa, die gerade mal 32 Jahre alt ist, also die ist 2 Jahre jünger als ich. Wow! Art Director Digital bei Purelay. Sehr, sehr cool. Und da ist jetzt das Schmuckset aufgeführt. Da wollen wir gar nicht reingucken. Das wollen wir jetzt einfach mal erleben, weil das mag ich einfach so gerne immer. Ne? Genau. Ich habe als Ohrringe sogar tatsächlich auch aus dem Purelay Adventskalender mir die Ohrringe mal angezogen. Die sind jetzt in Roségold, weil ich den letztes Jahr in Roségold gekauft habe. Wir starten einfach mal mit dem Goodie, was man dazu bekommt diesen Monat. Denn da gibt es auch was. Finde ich total cool. Von Snox sind das Crew Socks in der Größe 39 bis 42. Das passt. Ich habe Größe 41. Grüner Knopf, sozial, ökologisch, staatlich, unabhängig zertifiziert. Ach, das ist ja cool. Kannst du bei 40 Grad waschen. 1A. Und das sind ja irgendwie welche, die nicht ausleiern oder so oder nicht rutschen. Irgendwas sagen sie doch immer bei den Snox dazu. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich muss aber sagen, jetzt gerade ist es ein bisschen warm für solche Socken. Aber abends ist es ganz kuschelig, ne? Wenn ich dann so einfach eine kurze Schlafanzughose anhabe und dann so Kuschelsocken, das ist ganz cool. Dann braucht man gar keine Wohnzimmerdecke mehr. Keine Couchdecke. Genau. So, dann habe ich hier etwas mit dabei. Jeden Monat hat man nämlich die Möglichkeit, noch ein Armband mitzubestellen und auch ein Charm. Sodass man sich so eine, meine Mama hat das damals Battle-Armband genannt. Also, dass du quasi ein Armband hast, wo du dann ganz viele verschiedene Charms dran hast. Und genau. Und da haben wir jetzt diesen Monat
das Anuanua Edition Charm Gold Produkt. Anuanua oder Anunu? Wie spricht man das aus? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir hier, oh, das ist echt süß, ne? So ein kleines Säckchen. Das hatte ich letzten Monat auch mit dabei. Aber hier haben wir jetzt einen anderen Charm, passend natürlich. Das ist ein Regenbogen. Und den kann man sich natürlich dann an das Charmarmband dran machen und das dann halt jeden Monat erweitern. Oder man kann sich den auch gegebenenfalls an eine Kette dran machen oder überall, ne, an Faulenzer oder so. Dann kommen wir jetzt aber endlich mal nach dem ganzen Lava-Rababa von mir, bitte entschuldigt, zu dem Schmuckset. Habe ich gesagt, Claudia Rainbow 10%? Ja, ne? Ja. Und das ist natürlich auch sehr schön. Das ist halt mal ein bisschen bunter. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fußkettchen oder ein Armkettchen ist. Das müssen wir uns gleich mal anschauen von der Breite her, wie das dann so funktioniert. Aber auf jeden Fall eine Kette. Und ich meine auch, dass wir jedes Mal auch irgendwie halt eine Kette mit dabei haben. Genau. Und wenn man im Mahina Club drin ist, dann hat man auch Zugang halt zu Pre-Sales, zu Sonderaktionen oder zu, ja, wenn es so Gewinnspiele oder sowas gibt, ne? Das finde ich auch ganz cool. Und sollte ich gegebenenfalls nächsten Monat keine Kooperation mehr haben, was ja möglich ist, ne? Manchmal wird es auch nur so als Vorstellungskooperationsgeschichte gemacht, werde ich aber trotzdem selber Abonnent werden, definitiv, weil ich finde es sehr, sehr cool, sich da monatlich überraschen zu lassen. Das ist ja cool. Hier hast du hinten dran nämlich auch einen Charm, also quasi im Nacken hast du dann einen Regenbogen zusammen mit dem Purelay-Symbol. Sonst haben wir immer in Anführungsstrichen nur das Purelay-Symbol und jetzt halt auch den Regenbogen. Übrigens habe ich Gold gewählt, offensichtlich auch als Schmuckfarbe. Ja. Genau, hier muss ich mir gar nicht überlegen, wie rum ich mir das anziehe. Das ist eine recht kurze Kette, ne? Also eine eng anliegende Kette, die man dann wahrscheinlich entweder solo tragen kann oder halt kombiniert mit einer langen Kette. Auch die Länge geht klar. Also ich habe jetzt weder zarte Arme noch einen zarten Hals, muss ich sagen, ne? Das ist, mein Knochenbau ist jetzt nicht so auf Size Zero gebaut, um das. So, wobei, habe ich nicht hier irgendwo... Wir renovieren doch hier oben. Warte, ich messe das mal eben kurz aus. Das ist doch mal eine gute Idee. Tolle Baustelle. Mein Freund hat wohl aufgeräumt. Ich habe jetzt hier noch so eine Wasserwaage, wo man ein bisschen was dran messen kann. Weil das interessiert sicherlich auch viele von euch, ne? Achso, du hast hier auch die Möglichkeit, hier so eine Art Verlängerung mit dran. Die messe ich gleich auch noch aus. Also du hast hier am Ende eine Öse und hier auch nochmal eine, ne? Und das ist eine Verlängerung, die eine Länge von etwa 5 cm hat. Und in der kürzesten Variante liegen wir bei etwa 38,5 und dann halt plus die 5 cm Verlängerung, wenn man das haben möchte. Ich denke, dass ich das aber auch dann aufs Längste trage. Mal gucken. Habe ich euch übrigens, ach, das kann ich euch beim Armband gleich auch zeigen, ne? Weil ich habe euch die Steinchen gar nicht gezeigt. Ist gar nicht. Wenn ich das jetzt so mache, dann sieht man die Kette natürlich besser, weil ich jetzt natürlich ein hochgeschlossenes Oberteil anhabe. Genau, die ist dann natürlich jetzt ein bisschen enger, aber super auch kombinierbar mit anderen Ketten und so. Das stelle ich mir sehr, sehr schick vor. Ne? Schaut dann einmal so aus. Mag ich gerne leiden. Das ist halt ein bisschen zarter, aber gleichzeitig auch verspielter, weil du hier diese verschiedenen Farben in diesen Steinchen mit drin hast. Hier dann auch nochmal aus der Nähe betrachtet. Aber ich könnte jetzt nochmal um 5 cm verlängern, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Oberteil an hätte, was vielleicht einen tieferen Ausschnitt hat oder so, ne? Mag ich aber so gerade ganz gerne leiden. Das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt eben. Wir haben nämlich bei den Steinchen die verschiedenen Farben, aber auch sehr zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht so, dass es auf den ersten Blick kunterbunt aussieht oder so, aber es ist halt direkt harmonisch, weil ich habe zum Beispiel jetzt einen grün-weiß gestreiften Pulli an und habe hier sowohl so eine grüne Perle, aber halt auch sehr klein dann wiederum, ne, als auch so eine türkise. Das hier ist, glaube ich, rosé so ein bisschen. Also ich finde es cool. Kannst du zu vielem kombinieren. Und dann ziehe ich mir auch mal das hier an. Auch hier haben wir natürlich, oh, ist das hübsch, diesen Regenbogen an der am Ende, ne? Den sieht man jetzt natürlich beim Armband dann etwas intensiver, was ich sehr cool finde. Und auch hier das Purelay-Symbol. Logo. Ach, guck mal, das Armband kannst du auf 1, 2, 3 verschiedenen Längen tragen. Also hier, hier und am Ende ist eine Öse, finde ich sehr praktisch, die sich im Abstand von etwa 2, komm, wir sind jetzt mal ganz genau, 2,2 cm befinden und auf der, also insgesamt sind das dann 4,5 cm, was du verlängern könntest.
Und wir haben eine Länge auf der kürzesten Ebene von 20 cm. Das heißt, ich könnte das definitiv dann, ja, guck mal, wie lang das ist, ne? Ich kann das auch als Fußkettchen tragen. Also als kürzestes könnte ich das definitiv als Armkettchen tragen. Und wie gesagt, ich habe keine filigranen Ärmchen. Seht ihr meine Hose, ne? Oben hoi, unten pfui, Leute. Es tut mir leid. Ich habe so eine rote Jogginghose an und Weihnachtssocken. Aber ich habe mir die Beine rasiert. Immerhin. Wenn ich das jetzt zumache, dann ist er, glaube ich, recht eng. Ah, was geht? Also ich kann es drehen. Moment. Tada! Läuft bei mir, ja? Ja. Aber ich kann es auch definitiv auf der kürzesten Einstellung als Armband tragen, wobei das dann halt wirklich sehr, sehr locker ist, ne? Bei mir. Also ich glaube, das ist wirklich als Fußkettchen gedacht gewesen, ne? Dann werde ich das aber im Sommer ganz gerne versuchen zu tragen. Ich muss wirklich sagen, dass ich das Set gerne mag. Ich werde es auch öfters tragen. Ihr werdet die Kette jetzt öfters in Videos sehen. Jetzt nicht unbedingt in Kombination mit Rose Gold Schmuck, aber den hatte ich jetzt einfach gerade da. Ich hatte irgendwie so ein bisschen verpeilt, welche Schmuckfarbe ich mir ausgesucht hatte. Finde das aber ganz hübsch. Aber wie gesagt, eher als Fußkettchen. Ja, ich finde auch die Socken ganz witzig. Auch wenn ich persönlich sagen würde, die Socken sind jetzt nicht so unbedingt etwas, was in den Hochsommer passt. Aber jetzt gerade ist es auch ein bisschen frischer bei uns. Wahrscheinlich kommt der Sommer aber wieder, aber das kann ich generell ganz gut gebrauchen. Weiße Socken sind nie weg, ne? Die Schmuckstücke, die man bekommt, sind übrigens exklusiv. Also die gibt es so noch gar nicht im Onlineshop. Die kommen gegebenenfalls dann nochmal wieder rein in den Shop, dass man die auch für alle zugänglich hat. Aber als Mahina Club Member bekommt man die dann vorab schon mal zugeschickt. Ich finde es cool. Ich feiere dieses Schmuckstück sehr, das Schmuckset, und ja, bin gespannt, was ihr so zu dem Set sagt, was ihr auch zum Mahina Club sagt, ob ihr Bock habt, da vielleicht auch mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, Cloudy Rainbow ist in der Infobox mit 10% verlinkt. Was habe ich mit meinen Haaren gemacht? Die gehören nach vorne. Ansonsten sieht das irgendwie kahl aus hier vorne, oder? Ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!